haben unsere Klinik so konzipiert, dass wir eigentlich alle Behandlungen, die ambulant durchgeführt werden können, bei uns im Hause auch ausgeführt werden können. Also wir haben Spezialisten in jede Fachrichtung. Das heißt, also wenn wir das speziell also deutlich machen müssten, dann von der Kinderzahnheilkunde über Kieferorthopädie, über die Wurzelbehandlungen, also Endodontologie oder Parodontologie, dann Kieferchirurgie und Implantologie und natürlich die Prothetik, also was dazu führt, dass die Leute endlich Zähne bekommen. Also der größte Vorteil ist, dass die Spezialisten und die Gerätschaft, die dazu notwendig ist, die richtigen Entscheidungen zu treffen, alle vor Ort sind. Also wir können uns austauschen. Zusammengefasst, es ist die Teamarbeit, was also sehr vorteilhaft ist für die Patienten. Und es ist die Möglichkeit, vor Ort sehr weitgehend Diagnose betreiben zu können durch die Gerätschaft, die wir zur Verfügung haben. Also es gibt ja immer noch ein Einkommensgefälle zwischen Ost und West und einfach die Löhne sind in Ungarn einfach niedriger. Dadurch können auch Zahnbehandlungen etwas günstiger angeboten werden. Aber es hängt auch mit der Organisation zusammen. Auch dadurch, dass wir relativ große Behandlungen in einer sehr organisierten und zügigen Form anbieten, sind sehr viele so Zwischenzeiten oder Lückenzeiten nicht vorhanden. Und das macht natürlich auch alles rentabler und das wirkt sich natürlich auch auf die Kosten aus. Es ist natürlich auch ein Vorteil, dass wir in Ungarn ein anderes Krankenkassensystem haben, beziehungsweise eigentlich fast kein Kassensystem haben. Wir können die ärztliche Entscheidungen ein bisschen freier treffen. Man muss natürlich hier auch etwas Selbstkontrolle üben, weil das könnte für die Patienten auch nachteilhaft sein. Aber wir haben auf jeden Fall viel weniger Bürokratie, als wenn wir immer mit Kassen zu tun hätten. Also Angstpatienten brauchen vor allem ein bisschen mehr Zeit. Es ist sehr wichtig für uns zu wissen, dass es Angstpatienten sind, weil dann können wir auf das spezielle Problem eingehen. Und Angstpatient ist nicht gleich Angstpatient. Manche Patienten haben einfach Angst vor der Spritze oder einfach Angst vor den Geräten oder überhaupt grundsätzlich Angst vor den Ärzten. Und je nachdem, was für eine Angst das ist, können wir das am besten mit der Zeit lösen und wir haben dann natürlich spezielle Hilfsmittel, also von den Beruhigungstabletten bis hin zur Intubationsnarkose, was wir bei Angstpatienten anwenden können. Oder auch so speziell computergesteuerte Spritzen, Injektionen, also alles Mögliche. Aber das ist dann sehr, sehr unterschiedlich, bei welchem Patient was wirkt. Manchmal wirkt einfach, dass eine beruhigende Musik mitgespielt wird oder dass der Patient selber was mitbringt zur Behandlung. Oder wir haben auch sehr oft die Erfahrung, dass Angstpatienten nach ein oder zwei Narkosebehandlungen ohne weiteres ganz normal behandelt werden können, weil sie wieder an Vertrauen gewinnen. Sehr oft sind diese Angstpatienten Patienten, die schon sehr lange nicht mehr beim Arzt waren, die ein Trauma erlebt haben, vielleicht noch als Kind und dann 15, 20 Jahre lang nicht in richtiger Zahnversorgung waren und wenn sie es wieder über positive Erlebnisse sich annähern, dass sie ihre Angst dann sehr, zum größten Teil auch sehr verlieren. Ja. Also wir sind vor 2 Jahren in diese Klinik umgezogen und das ganze Gebäude wurde darauf konzipiert, dass hier Zahnbehandlungen durchgeführt werden. Also es sind auch keine anderen Ärzte im Haus, außer einem HNO-Arzt, der örtlich sehr nahe an dem Gebiet arbeitet, wo wir auch uns fachlich austauschen und Patienten auch die Hilfe von ihm in Anspruch nehmen. Aber ansonsten ist die Klinik dadurch auch, dass wir ein zahntechnisches Labor im Haus haben und auch von den Örtlichkeiten so beschaffen, dass wir den Herausforderungen der Zeit jederzeit entsprechen können. Wir sind auch sehr stark digitalisiert. Alle Räume sind miteinander auch digital verbunden und es besteht dann auch die Erweiterung, sehr moderne Gerätschaft einzusetzen.
Ja, also Gesundheitsamt macht unregelmäßige Kontrollen, aber das sind meistens nicht Qualitätskontrollen, sondern Kontrollen der Vorschriften, die es im Gesundheitswesen gerade gibt oder der Hygiene. Aber Qualitätskontrolle an und für sich ist eher durch diese Thermoszertifizierung gegeben. Und die Neuzertifizierung erfolgt alle 3 Jahre bei Thermos. Aber wir bekommen immer zwischendurch auch Nachfragen und Aufgaben, die wir erfüllen müssen. Und ich muss sagen, dass ich am Anfang diese Qualitätssicherung ein bisschen lästig empfunden habe, weil ich gedacht habe, dass das eher nur zusätzliche Arbeit ist und uns nichts bringt. Und in der Zwischenzeit musste ich lernen, dass das uns nicht nur die Qualität sichert, sondern auch die Vorausplanung ein bisschen besser ermöglicht. Also wir sind jetzt viel weitsichtiger geworden, seitdem wir konsequent diese Qualitätssicherungsmaßnahmen durchführen. Also in Ungarn ist die Rechtslage für Sedation oder Lachgasanästhesie nicht so eindeutig geregelt und deswegen bieten wir eigentlich nur Sedation mit einem speziellen Narkoseteam an. Es ist eine Tiefsedierung, aber mit Intubation schon sofort, wo alle Parameter von dem Patienten überwacht werden, wie bei einer Vollnarkose, nur mit dem Vorteil, dass die Entlassungszeit viel kürzer ist. Je nach Aufgabe nehmen wir immer noch oder benutzen wir immer noch herkömmliche Abdruckmittel und selbstverständlich ist die Digitalisierung auch in die Zahnarztpraxis eingewandert. Im zahntechnischen Labor ist das schon sehr lange gang und gäbe, aber mittlerweile auch Alltag in der Zahnarztpraxis, was auch die Qualität verbessern kann, teilweise auch die Kontrolle, weil wir alles viel vergrößerter sehen können und es ist teilweise auch umweltfreundlicher, weil wir ja nicht so viele Materialien benutzen müssen. Also es geht sehr vieles Richtung Digitalisierung, so wie in der ganzen Welt, auch in der Zahnarztpraxis. Es gibt Arbeitstechniken, wo wir von Anfang bis zu Ende voll digital arbeiten mittlerweile. Das sind hauptsächlich die Fälle, wo sehr viel für die Ästhetik geplant werden muss. Da ist es eine sehr große Hilfe, aus dem Computer verschiedene Zahnformen runterzuladen und am Computer die Möglichkeiten auszutesten, bevor diese am Patienten getestet werden. Und bei diesem Workflow ist es wirklich ein extremer Vorteil, oder dieser Workflow ist fast nicht möglich ohne digitale Arbeitsgeräte. Also wir bieten jede Art von Zahnersatz, von dem einfachsten Totalprothesen herausnehmbaren Zahnersatz bis zu hochästhetischen, also rein ästhetische Versorgungen mit Veneers oder Keramikschalen und alles, was zwischendurch ist, wenn es notwendig ist, über kieferorthopädische Vorbehandlung oder chirurgische Vorbehandlung, Zahnersatz auf Implantate verankert, auch herausnehmbar als auch festsitzend, also das ganze Spektrum der Zahnheilkunde. Unsere Philosophie ist es, möglichst viele Patienten gut zu versorgen und wir möchten nicht unbedingt eine kleine Gruppe elitär versorgen, sondern wir möchten eine gesicherte, fundierte Zahnbehandlung anbieten für eigentlich alle Interessenten, also für die älteren Leute aus der Umgebung sowie für auch hochästhetisch Ansprüche aus dem Ausland zum Beispiel. Und deswegen, diese Kombination funktioniert in unserer Klinik sehr gut seit vielen, vielen Jahren, dass wir ein sehr weites Spektrum an Behandlung anbieten können. Und wir haben eigentlich
die ganze Klinikausrüstung darauf abgestimmt, damit das gut funktioniert. Und dafür ist es zum Beispiel eine sehr große Hilfe, dass wir ein Labor im Haus haben.